Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Wir legen Ihnen heute ein neues Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Corona vor. Dieses neue Maßnahmenpaket tritt an die Stelle eines alten Maßnahmenpaketes. Diesem alten Maßnahmenpaket hätte man unterschiedliche Namen geben können. Es trägt nun mal den Namen der epidemischen Notlage. Das hat aber nichts mit der Beschreibung der Wirklichkeit zu tun. Ein Maßnahmenpaket bewertet man an den Rechtsfolgen und den Instrumenten, die es enthält. Und wenn einige hier den Eindruck erwecken, mit der Auswechslung des Maßnahmenpakets sei die Botschaft verbunden, Corona sei vorbei, den will ich hier ein für alle Mal noch mal klar sagen, was wir auch schon vor mehreren Wochen gesagt haben. Corona ist nicht vorbei und war nicht vorbei. Corona war immer gefährlich, und es war immer unsere gemeinsame Haltung, diese Gefahr entschlossen zu bekämpfen. Behaupten Sie nicht das Gegenteil, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU/CSU. Die Lage ist ernst, insbesondere dort, wo die Impfquoten niedrig sind, wo die Boosterquoten niedrig sind. Und das ist schwerpunktmäßig, nennen wir es mal bei Namen, insbesondere in Sachsen und Bayern der Fall. Das ist insbesondere in Sachsen und Bayern der Fall. Und deshalb kann man nur alle Menschen in diesem Land auffordern, weil wir es sehen, dass das Impfen hilft. Wenn Sie noch nicht geimpft sind, lassen Sie sich einen Impftermin geben. Wenn Sie sich boostern lassen können, lassen Sie sich boostern. Und ich kann nur alle Verantwortungsträger in diesem Land auffordern, tun wir alles dafür, dass alle Personen, die medizinisch verantwortbar eine Spritze setzen können, sich an einer nationalen Impfoffensive beteiligen. Das ist der Weg aus der Pandemie, meine Damen und Herren. Die Behauptung, dass das neue Maßnahmenpaket die Länder wehrlos dalassen, ist ja objektiv falsch. Sie war es schon von Anfang an, weil wir sehr robuste Maßnahmen von Anfang an auf rechtssichere Beine gestellt haben. Auch die praktisch relevanten Maßnahmen, wie beispielsweise 2G oder 3G oder die Hygienekonzepte mit Personenübergrenzen, standen vorher auf rechtlich tönernen Füßen. Wir stellen sie jetzt auf rechtssichere Füße, und es ist ein Fortschritt in der Pandemiebekämpfung, meine Damen und Herren. Wir haben den Maßnahmenpaket erweitert, und mittlerweile geht es sogar bis zu Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und im privaten Raum. Wer der Meinung ist, dass das kein scharfes Schwert gegen die Pandemie sei, der weiß ich nicht, wie man ihm helfen kann. Wir haben effektive Maßnahmen, um Corona zu bekämpfen. Behaupten Sie nicht das Gegenteil. Das ist wahrheitswidrig, meine Damen und Herren. Trotzdem hört und liest man ja immer wieder, es reiche nicht. Wir würden ja den Instrumentenkasten reduzieren, und das sei ein Fehler. Herr Stracke hat es ja wieder gesagt. Das sagen Sie immer abstrakt. Und dann gehen wir doch mal rein. Welche Maßnahmen meinen Sie? Denn immer dann, wenn wir mit Ihnen über die konkreten Maßnahmen sprechen wollen, geben Sie uns ja recht. Sie geben uns recht. Wollen Sie verfassungswidrige Ausgangssperren? Helge Braun sagt nein. Wollen Sie den Handel, den Einzelhandel pauschal schließen? Armin Laschet hat gestern beim Handelsverband Deutschland erklärt, der Handel ist kein Pandemietreiber, und recht hat er damit. Also wollen Sie ihn doch wohl offenbar nicht pauschal zumachen. Wollen Sie bundesweit pauschale Lockdowns mit Schulschließung und Hochschulschließung? Hendrik Wüst hat vor wenigen Tagen im Landtag Nordrhein-Westfalen erklärt, das sei eine Bestrafung der bereits geimpften Personen, die sich solidarisch gezeigt haben. Sie geben uns auch da recht, meine Damen und Herren. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, ich könnte so weitermachen. In Wahrheit, in der Sache haben Sie keine Argumente, die Ihren abstrakten Vorwurf, der Instrumentenkasten sei zu wenig, belegen könnte. In Wahrheit kämpfen Sie auch nicht in der Sache gegen Corona. Sie kämpfen gegen eine politische Konstellation, die im Werden begriffen ist. Wir sollten aber heute nicht Union gegen Ampel stellen. Es geht heute nicht um Union oder Ampel. Es geht darum, unser Land zu schützen. Und dafür stellen wir die richtigen Maßnahmen zur Verfügung, meine Damen und Herren. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Tino Chrupalla.